Jawohl, hier sind wir wieder in Neuhof. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Und wir fragen mal jetzt hier erstmal die Leute, ob der Herr Rotschopf auch wieder zurückkehren darf, weil er weggelaufen ist. Aber ich finde, die sollen ihn dann nicht so hart bestrafen. Erstmal parken wir hier. So, aufsteigen. Ein bisschen enge, aber naja, gut. Okay, sie kann ich nicht fragen. Hier ist einer. Ah, Herr Ratzig. Oh Gott. Okay, ich berichte ihm erstmal. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Hallo. Ich war in Utschütze. Der Pfarrer dort ist eigenartig. Ich habe eine Spur. Mein Herr, ich konnte eine Spur finden, die zu den Banditen führt. Ausgezeichnet. Bernhard berichtete mir bereits davon, aber ich möchte es aus deinem Munde hören. Alles oder nur das Wesentliche, Herr? Du entscheidest, was du für wichtig hältst. Die ganze Geschichte. Wir erzählen ihm alles. Einer der Stallburschen aus Neuhof floh von dort und versteckte sich bei ein paar Köhlern. Ich muss sagen, von denen gibt es dort viele. Ich hätte nie gedacht, wie viele Öfen und Eisenschmieden sie beliefern müssen. Wohl wahr, aber bleib bei der Sache. Ja, Herr. Ihn zu finden war nicht leicht. Er hielt sich versteckt und das aus gutem Grund. Die Banditen wollten ihn töten, weil er einen von ihnen erkannt hatte. Erzählte er dir, was geschehen war? Er sagte, Jawohl. Es war nicht eine Bande, sondern zwei. Die einen bekamen Angst, als das Gemetzel begann. Sie wollten wohl nur Beute machen und stritten mit den anderen Banditen. Sie gerieten im Wald aneinander und dabei wurde einer getötet. Der Rest verstreute sich. Konntest du herausfinden, wohin? Einer von ihnen ist aus Uschitze. Ich weiß genug über ihn, um ihn aufzuspüren. Gut, aber die Halsabschneider kennen ihn sicher auch. Wenn sie sich rächen oder ihn zum Schweigen bringen wollen, musst du ihn zuerst erreichen. Lass alles stehen und liegen und folge seiner Spur. Finde heraus, was er weiß und erstatte mir Bericht. Ich reite zu unserem Lager nach Merhoyet und kümmere mich um die Sicherheit der Region. Ja, Herr. Jawohl, okay. Weshalb nach Merhoyet? Okay, wir können jetzt mal mit dem Kutschen. Es liegt im Zentrum der Ereignisse, nicht wahr? Außerdem befindet sich dort ein weiteres Gestüt. Herr, glaubst du, sie werden das noch einmal tun? Das bezweifle ich. Alle sind jetzt in Alarmbereitschaft. Die abgelegenen Dörfer sind leichtere Ziele. Dort leben nur wenige Menschen, die auf ein großes Gebiet verstreut sind, und wir können nicht alle beschützen. Aber dort werden die Banditen kaum Silber vorfinden. Ein, zwei Groschen finden sich immer. Und etwas Essbares. Außerdem, wie viel Silber hat ihnen das Abschlachten der Pferde eingebracht? Wohl wahr. Sie hätten sie stehlen und verkaufen können. Das waren gute Tiere. Richtig. Das ist es wohl geht wahr. Also nicht um Silber. Sondern um etwas anderes. Aber um was? Um das Angst. Müssen. Sie wollen Angst schüren, damit niemand einen Mucks macht oder die Hand gegen sie erhebt, wenn sie kommen, um zu morden. Angst, die einen erstarren lässt. So wie ein Hase im Angesicht eines Habichts erstarrt. Unfähig, etwas gegen den drohenden Todesstoß zu unternehmen. Okay. So, es gibt Neuigkeiten über die Untersuchung. Okay, wir waren jetzt noch nicht dort. Okay, upsala. Ich würde gerne jetzt mit den Leuten quatschen. Oder kann ich das jetzt nicht mehr, weil ich mit ihm gequatscht habe oder was hier? Liebeswärm. Das ist erledigt. Okay, ich... Ich glaube, weil wir jetzt mit Herrn von Ratzig gequatscht haben, konnten wir jetzt dem Rotschopf hier seine Rückkehr nicht mehr gewährleisten oder was? Schade. Okay, ja. Dann nicht. So, wir reiten nach Uschitze. Auf geht's. So, wir müssen uns jetzt umhören. So, auf geht's nach Uschitze Kloster. Warum sind wir hier nicht gern gesehen beim Kloster? Verstehe ich nicht.
So, hier ist noch ein Banditenlager, das müssen wir auch noch erledigen, aber erledigen das jetzt erstmal hier. So, auf geht's, ab geht's nach Uschice. Bom. Bin ich mal jetzt gespannt. Also ein hinkender Hinkebein, ja? Was ist hier los? Den müssen wir finden. Der gehört zu dieser Bande dazu. Ja, und einfach so haben sie die armen Tiere und Menschen abgeschlachtet. Warum tut man sowas? Jetzt mal ehrlich. Wirklich nur, um Angst zu schüren? Und wir müssen noch das Fleisch abliefern. Das gute Fleisch, was nicht mehr gut ist. Hust. Ja, das ist halt. Ja, zum Glück gibt's, muss ich sagen, ich bin ja eigentlich nie so ein Freund von Schnellreisefunktionen, weil ich bin der festen Überzeugung, wenn man ja auf den Wegen immer zwischen den Quests, sage ich mal, die man machen muss, läuft, dann findet man sicherlich noch irgendwelche andere Sachen halt. Deswegen bin ich halt jetzt nicht so für Schnellreisefunktionen. Aber hier muss ich sagen, gefällt mir die Schnellreisefunktion, weil wenn was passiert, dann wird es ja angezeigt, wenn wir überfallen werden oder so. Das finde ich eigentlich richtig. Also ich finde das super gemacht, sagen wir es mal so. So. Akutes Speichern, hallo? Oder akutes Laden? Da sind wir. Wir steigen ab. So. Können wir hier mit den Leuten quatschen oder was ist hier los? Wie du wünschst. Verpiss dich! Das muss doch nicht sein, oder? Oh mein Gott. Du bist es dir nicht Wie wert. du wünschst. Mach schnell, bevor mich dein Gestank noch umhaut. Warte, ich stink doch nicht. Ich suche nach einem Kerl, der hier wohnt. Seinen Namen weiß ich nicht. Kennst du einen, der hinkt? Muss dieser Kleinbauer Heinz sein. Ich weiß nicht, was zum Teufel du von ihm willst. Und mir ist es auch gleich. Hat am Dorfrand eine Hütte in der Nähe vom Bach. Sicher, lebewohl. Okay, wunderbar. Direkt den ersten angesprochen. Die sind bestimmt nicht so nett. Verpiss Führ dich. dich fort. Ich will nicht mit dir reden. Verstehe ich nicht. Dann halt nicht, ne? So. Ich weiß doch, das war hier die Bierrezept-Quest. Wer bist du denn? Tag. Hey. Ich suche nach einem Kerl, der hier wohnt. Seinen Namen weiß ich nicht. Kennst du einen, der hinkt? Was willst du von ihm? Ach, was juckt's mich? Der Bastard hat am Dorfrand eine Hütte, an der Straße, die nach Ratei führt. Alles klar, danke. Gut, das wird mir jetzt hoffentlich auch direkt angezeigt. Ja, da unten. Okay. Dann werden wir uns mal direkt dorthin begeben. Das dürfte hier eine der Hütten sein, jetzt hier. Wahrscheinlich dieses Gehöft. Oh, guck mal, Ringelblumen. Aha, was ist hier los? Was ist hier los hier? Was ist denn hier los? Bitte euch, Leute, geht weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Wenn es das ist, was du nichts zu sehen nennst, würde ich gern wissen, wie was zu sehen bei dir aussieht. Beim heiligen Petrus. Ich kann nicht mehr. Wir müssen Herrn Hanusch benachrichtigen. Das ist vielleicht gar nicht notwendig. Wer bist du? Heinrich aus Galitz. Ich stehe im Dienste von Hanuschs Hauptmann Bernhard. Und untersuche den Überfall auf Neuhof des
könnte vielleicht damit zusammenhängen. Nun, ich bin der Vogt von Uschitze. Ah, wirklich? Und ich sage dir, solche Art von Ärger können wir hier nicht gebrauchen. Was lässt dich denken, das hier hätte etwas mit Neuhof zu tun? Einer der Leute vom Gestüt hat unter den Banditen einen Uschitzer erkannt. Wir haben hier bei uns keine Banditen oder Mörder. Ja, sagt ihr. Es heißt, er würde hinken. Oh. Nun darf ich vorstellen, der hinkende Heinz. Oder was von ihm übrig ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Großer Gott. Warum kann es nicht mal leicht sein? Was, da stand ein Wort darüber. Ich sollte mich umhören und den Leuten ein paar Fragen stellen, wenn du nichts dagegen hast. Mitnichten. Du kannst mir den ganzen Schlamassel sehr gern abnehmen. Ich weiß zwar nicht, was du jetzt noch herausfinden möchtest, aber nur zu. Frag so viel du willst. Ja, wir sind hier Kriminalkommissar Kommissar Heinrich, ja? Ja, wir klären hier alles auf. Ich frage. Oh, was? Heinrich, habe ich dich unterbrochen? Was ist denn los schon wieder? Gut. Wer war der hinkende Heinz? Ah, ich muss Theresa wieder besuchen. Und Schurke. Überrascht mich nicht sonderlich, was ihm zugestoßen ist. Er hat sich mit allerlei Gewürm umgeben und ist immer in Schwierigkeiten geraten. Raufereien im Wirtshaus und dergleichen. Okay. Woher hat er das Hinkebein? Von irgendeiner Schurkerei oder Rauferei. Lange her. Führte er in letzter Zeit etwas im Schilde? Weiß nicht. Die letzten paar Tage ging er nirgendwo hin. War die ganze Zeit zu Hause. Aber er hielt immer alle aus dem Dorf auf Abstand. Okay. Hatte er Freunde oder Verwandte im Dorf? Keine. War ein Eigenbrötler. Hab ihn schon lange nicht mit irgendwem gesehen. Weißt du zufällig, wo er in der Nacht des Überfalls auf Neuhof war? Nein. Hielt sich von anderen fern. Und man wusste nie, ob er weg war oder sich daheim verkrochen hat. Okay, also, Mehr über Heinz? Wann wurde der... Noch etwas wegen Heinz. Ah, nee, das hatten wir jetzt. Das ist hier komplett. Haben wir jetzt? Wann habt ihr die Leiche entdeckt? Ist irgendwem etwas aufgefallen? Gerade eben. Keiner hat was gesehen oder gehört. Ich weiß nicht, wie die ihn so ausnehmen konnten, ohne dass jemand seine Schreie hörte. Okay. Das hatten wir ja schon gefragt. Kann ich wieder quatschen? Tag. Hey. So. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Natürlich. Frag ruhig. So, dieser Heinz, der quetschen sie wurde, alle aus. Wie war er so? Er war ein Säufer und immer auf eine Rauferei aus. Keiner hat ihn gemocht, aber so ein Ende würde ich niemandem wünschen. Das ist sehr, sehr großzügig von dir. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Hab ihn eine ganze Weile nicht mehr zu Gesicht bekommen. Weiß nicht, wo er sich rumgetrieben hat. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof so trieb? Keinen Schimmer. Keiner hat eine Ahnung, natürlich nicht. Kennst du jemanden, mit dem Heinz Zeit verbracht hat? Verwandte oder Freunde? Er war ein Eigenbrötler. Hatte nicht mal in der Schenke Freunde. Okay, das war anscheinend ein Außenseiter vom alles. Feinsten. Danke. Ja, nur in Sachen verwickelt. Sie, die alle muss ich befragen, oder was ist hier los? Maria? Okay, wir quetschen sie alle aus, ne? Ich komme also, auf Geheiß von Herrn Hanusch. Ist ja unglaublich. Leiter. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Frag ruhig. So. Was war der hinkende Heinz für einer? Er war ein Säufer und ein Tier. Und faul. Müßiggang ist des Teufels Ruhebank. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Das einzig Verdächtige war, dass er auf einmal in die Kirche ging. Mhm. Jetzt wissen wir auch warum. Aha, okay, wir müssen auf jeden Fall mit den Pfarrer sprechen dann. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof getan hat? Was kümmert mich dieser Schuft?
War froh, dass er mir nicht in die Quere kam. Oh, hab dich doch nicht so. Mit wem traf sich Heinz? Hatte er Freunde oder Verwandte? Ein Eigenbrödler war er. Hat aber kürzlich ausgerechnet mit dem Pfarrer gesprochen. Okay, ich glaube, das war schon ein wichtiger Hinweis. Sicher. Lebe wohl. Ich weiß jetzt nicht, Questlog. Können wir noch mehr herausfinden? Bring mehr über den hinkenden Heinz, Pavel, Dorfbewohner. Komm, wir quatschen hier mit Maria noch. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Ich habe halt nur Bedenken, wenn ich jetzt hier an dir... Ich weiß nicht, wie ich helfen kann, aber frag, wenn es sein muss. Vielleicht kriegen wir noch weitere wichtige Details. War nicht zu übersehen, dass er ein Tun nicht gut war. Hab mich von ihm ferngehalten. Also jeder hat ihn vermieden. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Lange war er wie vom Erdboden verschluckt. Dann taucht er gestern plötzlich in der Kirche auf und redet mit dem Pfarrer. Hab ihn das noch nie machen sehen. Wahrscheinlich schlechtes Gewissen. Okay, das ist, glaube ich, weißt wirklich du, der... Weißt was Hans am Tag des Überfalls auf Neuhof getan hat? Zu Hause war er wohl nicht. Hab ihn dort nicht gesehen. Okay, der war nicht zu Hause? Mit wem traf sich Heinz? Hatte er Freunde oder Verwandte? Soviel ich weiß, hatte er niemanden auf dieser Welt. Der Arme. Das jetzt ist alles. Danke. Ist er auf jeden Fall ein wenig ausgeweidet, der Arme. Bis dann. Also ich kann hier mit den allen quatschen. Oh, ich wollte mit Pavel quatschen. Okay, aber es kommt. Tag. Hey. Ich komme aber auf Geheiß von Herrn Hanusch. Das ist wahrscheinlich... Okay. Das ist alles. Danke. War mir eine Freude. So, dann werden wir mal direkt zum Pfarrer gehen. Oh Gott, der Regen! So... Mal schauen, was der Pfarrer zu berichten hat. Der hat sicherlich dort gebeichtet bei ihm, dass er irgendwas angestellt hat. Vielleicht war er ja auch nur ein Mitläufer und wurde genötigt oder gezwungen. Naja, er war ja grundsätzlich ein Taugenichts. Wurde ja uns berichtet, aber... Wer weiß, wer weiß. So, klopf, klopf. Hallo, Pfarrer. Guten Tag. Hi. Möge Gottes Segen mit dir sein, Pater. Ich untersuche auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper das Massaker in Neuhof, das wohl im Zusammenhang mit einem hier verübten Mord steht. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Scheint, als sitze Herr Hanusch bei seinen Ermittlungen auf Jünglinge. Aber frag ruhig. Ich hoffe, diese widerwärtige Angelegenheit wird bald aufgeklärt. Kanntest du Heinz? Was war er für einer? Eine verlorene Seele. Ein einfacher, raubeiniger Kerl. Aber ich glaube, er war kein so schlechter Mensch. Okay. Kanntest du Heinz? Was war er für einer? Eine verlorene Seele. Achso, das hatte ich ja gerade. Hups. Ist dir in letzter Zeit irgendetwas aufgefallen? In letzter Zeit gab es allerlei verdächtige Vorkommnisse. Es sind unruhige Zeiten. Und Menschen wie Heinz lassen sich nur allzu leicht in etwas hineinziehen. Das hilft mir nicht sonderlich weiter, Pater. Das tut mir leid. Ich habe leider ein Schweigegelübde abgelegt, oder was ist los? Weißt du, was Heinz an jenem Tag tat, als Neuhof überfallen wurde? Ja, aber so gern ich deine Untersuchung auch unterstützen würde, ich kann nicht. Was? Hä? Meine Schwüre verbieten es mir, darüber zu sprechen. Ich sage doch, Schweigepflicht. Schwüre sind wichtiger, als gefährliche Mörder zu fassen? Die Gesetze Gottes stehen über denen der Menschen, mein Sohn. Das Beichtgeheimnis ist eines davon. Es muss eine Ausnahme geben. Das kann nicht dein Ernst sein, Pater. Es muss doch Fälle geben, für die du eine Ausnahme machen kannst. Es gibt Dinge, die sind stets gültig, egal unter welchen Umständen. Und dies trifft hier zu. Du kannst ihm nicht mehr schaden. Das könnte für Unschuldige den Tod bedeuten.
runter und ich werde die Beichte aus dir rausprügeln. Nein, Mann. Du kannst ihm nicht mehr schaden. Oh Gott, ja, das können wir, ja. Heinz ist tot. Ihm kannst du nicht mehr schaden. Aber wenn du nichts sagst, schadest du damit womöglich anderen. Ich würde einen Eid brechen. Einen der Grundpfeiler der Heiligen Mutter Kirche. Wenn die Leute glauben, dass auf die Heiligkeit der Beichte kein Verlass ist, wären die Folgen sogar noch schlimmer. Schlimmer als der Tod Unschuldiger? Schlimmer als Mörder, die ihrer gerechten Strafe entgehen? Niemand entgeht seiner gerechten Strafe. Pater, Heinz war meine einzige Spur zur Neuhofbande. Nur er hätte mir sagen können, wer das Blutbad angerichtet hat. Wenn ich die Täter nicht enttarne, könnte so etwas wieder passieren. Das würdest du doch nicht wollen. Absolut. Nein. Aber ich darf das Beichtgeheimnis nicht verletzen. Ich mache dir einen Vorschlag. Gib mir etwas Zeit und ich überlege, wie ich dir helfen kann. Vielleicht besprechen wir das am Abend, in der Schenke, bei einem guten Becher Wein. Womöglich fällt uns etwas ein. Also schön. Danke, Pater. Tschüss. Okay. Du hast gelernt, Jan Hus. Okay. Triff dich am Abend mit dem Pater. Ist es Abend? Ja, es ist schon Nacht. Ja, vielleicht treffen wir uns dann hier direkt. Ja, an der Schenke hier. Das Geile ist, kurz, Kater. Genau. Oder müssen wir hier drin? Willibald. Was ist das für ein Name? So, wie sieht's denn aus hier mit uns? Sattheit? Ja, komm, wir essen mal was hier. Oh, nicht kochen. Ich will aus dem Topf essen. Ah, oh, da ist der Pater. Was dauert da so lange? Ja. Ihr müsst auch mal die Tür öffnen, Leute. So. Wir setzen uns mal direkt zu ihm. Ich hätte gern Bier. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Aber vielleicht fällt uns etwas ein. Zuerst würde ich jedoch gerne etwas über dich erfahren. Mit wem habe ich die Ehre? Woher kommst du? So, es spielt keine Rolle, woher ich komme. Doch, komm her. Ich bin aus Scarlet. Oh, tut mir leid. Was ist mit den Deinen? Sie sind tot. Sie sind tot. Tut mir leid, das zu hören. Hier, stoßen wir auf sie an. Es muss schrecklich gewesen sein. Es war schrecklich. So sinnlos. Wie unerwartet. Warum setzt sich jetzt die junge Dame hier hin? Wichtiges Gespräch, bitte. Sie töteten alle, die nicht in die Burg fliehen konnten. Meine Eltern, mein Mädchen und sogar den Deutschen, der auf Sigismunds Seite war. Ich schaffte es nicht in die Burg. Ich wollte meinen Eltern helfen, aber ich konnte nichts tun. Dann floh ich nach Thalmberg mit den Kumanen auf den Fersen. Beinahe hätten sie mich erwischt, wie die Leute in den umliegenden Dörfern. Vor der Kirche in Rovna war ein Berg aus Leichen. Die Leute hatten dort Schutz gesucht, aber sie... Armes Kind. Möge Gott ihnen ewige Ruhe schenken. Und wie kamst du zu dieser Aufgabe? Ich hätte gedacht, Herr Hanusch würde diesen alten Griesgram Bernhard schicken. Du denkst, ich sei der Aufgabe nicht gewachsen, Pater? Nein. Hat er, aber ich fand heraus, dass die Spur nach Uschitze führt. Also schickte er mich, um ihr zu folgen. Aha. Nun, gratuliere. Schön zu sehen, dass jemand seinen Verstand der Folter vorzieht. Darauf sollten wir anstoßen. Am wichtigsten ist, was sich genau in Neuhof zutrug. Die Leute hier erzählen sich alle möglichen Schauergeschichten, aber ich nehme das nicht für bare Münze. Diesmal übertreiben sie nicht. Es spielt keine Rolle, was dort geschehen ist. In diesem Fall sind die Gerüchte nicht übertrieben, fürchte ich. Ehrlich, komm, wir quatschen. Das Gestüt wurde von Banditen überfallen, aber sie waren nicht zum Plündern gekommen. Sie wollten bloß töten, verstümmelten die Pferde und schlachteten die Leute ab. Die Banditen hätten weiter gewütet, aber sie stritten sich und brachen den Angriff ab. Und wenn man sich ansieht, was mit Heinz geschah, sind wohl immer noch Rechnungen offen.
Dann haben die Leute diesmal wirklich nicht übertrieben. Nun denn, auf die armen Seelen, die auf so grausame Weise sterben mussten. Ich habe dir von mir erzählt. Jetzt bist du dran, Pater. Mit unserem Pfarrer hast du nicht gerade viel gemein. Du scheinst geschickt mit dem Schwert zu sein. Lass uns zur Sache kommen. Komm, wir quatschen. Du bist geschickt mit dem Schwert? Das hätte ich von einem Geist. Bisschen Smalltalk führen hier. Du weißt ja, wie man sagt. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Nur ist dieser etwas unergründlicher als andere. Nun, ich war nicht immer Pfarrer. Und das Schicksal führte mich an Orte, an denen man Dinge mit dem Schwert regelt. Heute jedoch soll mich die Übung mit dem Schwert bloß in Form halten. Okay. Wir hatten eine nette Unterhaltung, aber lass uns zur Sache kommen. Zum Beichtgeheimnis. Willst du wirklich, dass noch mehr Leute sterben? Heinrich, so läuft das nicht. Es gibt Dinge, bei denen kann man keine Ausnahme machen. Tut man es einmal, fühlt man sich auf ewig versucht, es wieder zu tun. Wenn die Leute nicht mehr an die Kirche glauben, weil ich das Beichtgeheimnis breche, vertrauen sie niemanden mehr. Und das wäre schlimmer als das grausamste Verbrechen. Was? Ich bin wohl in eine Sackgasse gelandet. Du redest dich bloß raus. Du Komm. Redest dich bloß raus. Die Leute, die die Kirche als korrupt bezeichnen, haben recht. Ihr schert euch um niemanden, bloß ums eigene Wohlergehen. Tut mir leid, dass du das so siehst. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr du dich irrst. Ich habe mich immer über die Dinge gewundert, die ihr Pfarrer predigt. Woher nimmst du die Ideen für deine Messen? Tja, Uschütze ist nicht Prag. Die Leute wollen mehr als nur belehrt werden. Man muss sie unterhalten. Würde ich nur aus der Bibel lesen, stünde ich bald alleine in der Kirche. Unser Pfarrer war nicht gerade ein Barde. Was predigst du deiner Herde? Es muss etwas Aktuelles sein. Zum Beispiel Laster kritisieren. Und sie natürlich im Detail beschreiben. Eine Standpauke über die beiden Päpste wird dieser Tage gern gehört. Und Geschichten aus dem Alltagsleben mit einer Moral sind auch beliebt. Besonders, wenn es um Unzucht und ähnlich skandalöse Laster geht. Hast du dafür ein Beispiel? Nun, kürzlich begann ein Pfarrer namens Jan Hus in Prag auf Tschechisch zu predigen. Den Leuten gefällt das. Wie ich hörte, ist die Kirche stets gefüllt. Ein Wandergeselle erzählte mir von Hus' Predigten und es hörte sich gut an. Ich spiele mit dem Gedanken, es ihm gleich zu tun. Was ist daran denn so großartig? Er spricht über die Kirche und nimmt kein Blatt vor den Mund. Die bedauernswerten Reichtümer, in denen die Kirche schwelgt, wurden zu Gift. Und fast das ganze Christentum ist verseucht. Wie hungrige Raben ließen sie sich in diesem Land nieder, um alles Gold und Silber zu verschlingen. Sie kennen keine Gnade. Ihre Herzen sind vom Verlangen nach Reichtum verdorben. Schamlos machen sie alles zu Okay. Geld. Du willst dein Kind taufen? Zahle. Du willst rauben und morden? Zahle und dir wird vergeben. Was, wenn der Teufel selbst zahlte? Würde auch er in den Himmel auffahren? Für das Geld, das sie den Armen... Okay, er rastet komplett aus, ja. Also... nutzlose Diener, von denen sie verhätschelt werden. Sie spielen und kleiden ihre Dirnen in teuren Pelz, während Jesus im Grunde... barfuß wandelte und nicht einmal einen Platz zum Ruhen hatte. Hört auf euer Gewissen, ihr, die ihr die Armen bestehlt. Denn Gott und seine Jünger sehen euch. Amen! Okay, er rastet komplett aus. Dieser Jan Hus scheint ein echter Rebell zu sein. Die Gemeinde wird es lieben. Ohne Zweifel. Lass uns darauf trinken. Der letzte Teil lässt mich schmunzeln. Was meinst du? Bei mir ist es ganz anders. Ist er schon besoffen? Gegen die Prälaten und Kleriker, die die Armen bestehlen. Ich selbst habe nicht mal einen Eimer zum Scheißen. Ich bin nicht besser dran als meine Herde. Ich bin geeint mit ihnen in Armut und Leid und allem, was sie bekümmert. Ich trinke mit ihnen und verfluche diese nimmersatten Kuttenträger im Sasauer Kloster. Okay, du willst gegen Lasterhaftigkeit predigen. Was hältst du von Hus, die Lehren des Jan Hus? Was halten die Leute davon? Genug von Predigen. Okay, wir bleiben im Smalltalk weiter. Aber der Smalltalk wird in der nächsten Folge weitergeführt erstmal. Ja, ich brauche kurz eine Pause. Bis dann. Ciao.